Hallo Freunde, wenn ihr dieses T-Shirt seht, dann wisst ihr, was es geht. Was so wie mit dem Topf? Mit dem Topf, ich habe meine Nägel noch nicht geschafft. Hab gestern nicht geschafft. Warum eigentlich nicht? Was waren gestern? Ach, gestern haben wir das Video gemacht. Ja, dann haben wir andere Sachen zu tun. Ja, ist ja auch egal, darum soll es auch heute nicht gehen. Ich färbe meine Haare neu. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Also den Ansatz färben. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit und zeige euch, wie ich es mache und was ich für Produkte benutze. So. Ich benutze nämlich von Blonden Me, von Schwarzkopf, dieses hier. Und zwar 9. Du hast eine Brille auf. Blonden Me 9. Das benutze ich. Und der Entwickler ist Entwickler, ne? 6%igen, den benutze ich. So. Dann habe ich eine Waage hier. Mein Becherchen. Und jetzt muss ich erstmal. Ich vergesse das immer, wie ich es machen muss. Deutsch. Haben wir auch Deutsch. Ja, genau. Achso, Mischverhältnis 1 zu 1,5 oder 1 zu 2,5. Ich mache meistens 1 zu 1,5, ne? Ja. Ne, Maus? Ja. 1 zu 1,5, okay. Und da, ich habe ja hier nicht viel, weil ich habe ja das meiste abgeschnitten. Ich habe ja nicht viel, also brauche ich auch nicht so viel anrühren. Ich versuche jetzt mal... Schatz, kannst du mal die Kamera runter machen. Genau, so kannst du das lassen. So, jetzt habe ich hier meine Waage. Jetzt stelle ich das hier ruf. Erstmal hier den... Boah, hat nur oben kurz gestanden. Ist mich neu. So, Waage. Immer noch mal rufdrücken. Ist Tara oder was? Nee. Ja, musst du auch nicht. Ah, jetzt ist Tara. Okay, dann nehme ich hier... Mein Pillwaschen. Ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Naja. Das wird zu viel sein, ne? Ene. Ich brauche nur die Ansätze. Machst du die Hälfte davon? Du wiegst es ja ab. Ja, ich wiege es ab. Ja, und dann eben rein. So, jetzt habe ich hier drinne. 22 Gramm. Ja. Dann muss ich von dem 44 nehmen, ne? Ja. Oder 1,1 zu 1,5. Nee. Nee, dann musst du einmal das Doppelte, 44 und von 44 die Hälfte. 66? Meinst du? Habe ich jetzt einen Denkfehler? 1 zu 1,5. Ja. Also 1 zu 1, nee. Ja, einmal das Ganze? Nee, 1 zu 1 wäre 1, 22 hiervon und 22 davon. Ja, genau. Und dann von 22 die Hälfte, sind 11. Ja. Also 33. Ja, 33. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ich denke schon. Also muss ich jetzt 33 darin machen. Jetzt mache ich hier wieder auf Tara. Tara, 33, ja? Okay. Ja, naja. Okay, habe ich jetzt 33. Da sind 33. So. Und das rühre ich jetzt alle richtig schön zu einem Brei. Oh, lecker. Und damit am besten.
Und wenn es nicht reicht, können wir immer noch nachmachen. Lieber nachmachen, bevor ich es wegschmeiße. Weißt du? Weil ich brauche nur die Ansätze und dann zieht das nur so ein bisschen durch. Ich muss ja nicht komplett färben, sondern nur die Ansätze. Achso, holst du mal bitte einen Spiegel? Ja. Einen Spiegel. Die irgendwie wird mir helfen, weil ich immer. Ja, irgendwie zittert schon. Die irgendwie zittert schon. So, jetzt habe ich das schön cremig gerührt. Guckt mal, wie schön cremig. Und ja, das ist genau. So, machst du mal die Kamera wieder hoch. Jo. Und jetzt dreh mal die Kamera so. Ja, jo, wunderbar. Also, ich will nur den Ansatz, ne? Nur den eigentlich fängt man ja hinten an, aber ich habe ja hinten eh nicht so viel. Also Schatz, ich zeig dir das jetzt mal, ja? Ne? Du kannst das hier nehmen. Hier hinten hast du diesen, ne? Ja. So, ich mache jetzt einfach mal jetzt hier so zwischendurch, ne? Hier so. Ne? So. So, jetzt nehme ich hier die nächste Strähne. So, ne? Und die nächste Strähne. So. Und leg die hier hin. Leg die so ran. Ey, bleib mal hier. Siehst du, mir tun schon wieder die Arme weh. Kann das nicht so lange. Zum Schluss ziehst du ein bisschen, ziehst du dann ganz durch. Ne? So, dann nehme ich die nächste Strähne, leg die wieder hoch und mach so. Mach überall was drauf. So. Also ich mach das so. Nicht schlimm. Ja. Kann richtig ruf, so genau so, richtig bis zum alten blonden Ansatz ran. Mal hier muss auch noch ein bisschen runter. Bis zu dem, bis es blond anfängt. Jetzt machen. Musst du wieder abteilen, ne? Hochlegen, genau rüberlegen. Willst du Handschuhe anziehen? Ja, können wir auch waschen gehen. Aber nur den, nicht so viel, nur bis der Blonde anfängt, ne? Also. Ja. Und richtig, dass auch wirklich was drauf ist, ne? Also. Seite? Ach, du bist schon durch. Ja. Also bist, gut, okay, jetzt auf der anderen. Jetzt machst du hier weiter. Jetzt legst du das hier so rum, überall, wo noch nichts ist. Ja, 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 ja. Das siehst du ja. Ich glaube, das liegt. Nee, das ist gut. Ist doch egal. Ich käme sowieso nachher noch durch. Jetzt lasse ich das erstmal so ein bisschen einwirken und dann
spannend, wa? Genau, das mach ab. Da, wo du nicht hinkommst, mach gleich ab. Weil wir nur oben. Weil das unten lohnt nicht, weil der Edler zwei Wochen wieder abrasiert und. Ist schon. Hier, dann, den Zopf muss ich jetzt noch. Dann brich ein bisschen. Genau, dann gucken, geh noch mal durch und guck, wo noch ein bisschen dunkel ist, wo noch was drauf muss. Das muss ja hinten noch. Ach so, okay. Das muss ja hinten auch noch. Weil hier, guck mal. Ja, Moment. Ach nee, das ist überall was drauf, okay. Jetzt zieht es so ein bisschen durch. Ich hoffe nur, dass das alles reicht. Gut, okay, dann sehen wir uns später wieder. Ich lasse jetzt erstmal, ja. Zeige euch nachher, wie lange ich es drauf gelassen habe. Schauen wir mal. So, ihr Lieben, es sind. Ja, 50 Minuten habe ich es jetzt drauf gelassen und es sieht sehr vielversprechend aus. Und ich werde das jetzt abwaschen und ihr hilft mir dabei natürlich. Und dann sehen wir uns wieder. Es sieht jedenfalls nicht irgendwie so gelb aus, sondern wirklich weiß. Also, ja, schauen wir mal. Es läuft so. Leute, ich habe es noch nicht gesehen. Ne? Ich habe es jetzt abgespült. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Ich habe auch noch kein lila Shampoo oder so drauf gemacht. Weil ich will jetzt erstmal gucken, wie es aussieht. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Augen zu. Jo. Es sieht ja nicht so schlecht aus. Also so sieht es jetzt aus. Ohne Shampoo, lila Shampoo, ne? So, warum nicht? Jetzt mache ich noch mit lila Shampoo. Das No Yellow. Ich sehe heiß aus, wa? Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben. So sehen sie jetzt aus. Ich finde Blond ganz schön. Es ist echt schön geworden. Und zeige mich auch von hinten. Ja, also hier unten ist noch ein bisschen nass. Und ja, ich bin zufrieden. Also wie gesagt, es war jetzt 50 Minuten drauf. Ihr habt es ja gesehen, da am Abspülen, da war es noch ein bisschen gelb. Dann habe ich jetzt dieses hier, No Yellow, benutzt. Habe das auf das Handtuch trockene Haar einmassiert. Eine Minute habe ich es drauf gelassen. Also ich habe es wirklich nur einmassiert, kurz einwirken lassen, dann abgespült. Und das ist das Ergebnis. Und ja, jetzt bin ich auch überlegen, ich habe ja noch so viele Farben, blau, rot, lila, grün, ob ich mir irgendwie so, mal gucken. Erstmal lasse ich es so, weil jetzt muss ich das Haar erstmal ein bisschen erholen, aber es fasst sich gut an, ne? Also, fass mal an, Schatzi. Nicht strohig. Ja, gut. Ganz weich, mhm. Ne? Also, habe jetzt hier von Glisskur, habe ich ja immer so eine Sprühkur mache ich immer drin und ja, genau. Diese benutze ich hier. Das ist meine Liebste. Also die benutze ich immer nach dem Haare waschen. Schütteln, ein bisschen rinsprühen und das Haar lässt sich wunderbar kämmen und es glänzt. Und ja, das war jetzt mein Video zu, wie ich meine Haare färbe. Oder Omi hilft mir dabei. Wie wir. Wie wir.
deine und Haare wie wir meine Haare färben. Und ja, habe euch ja die Produkte gezeigt, mit denen bin ich mega zufrieden. Die habe ich die hat damals Janine Konrad empfohlen. Und seitdem benutze ich diese und brauchte ich auch noch nicht mal nachkaufen. Nee, ja. Das letztes Jahr irgendwann gekauft. Ja. Hm. Und damit färbe ich meine Haare, Irmis Haare und so. Ja, wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Ich mag es und ja. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, wir sehen uns morgen im Food Hall wieder. Mit diesen Haaren müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Oder vielleicht sind sie morgen auch schon blau, grün, lila, rot. Man weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Tschüss.